Ja, schönen guten Tag. An dieser Stelle möchte ich die Ergebnisse der letzten Ratssitzung aus Sicht der Linken zusammenfassen. Zum einen haben wir eine Initiative der Braunschweiger Friedensinitiative und vom Friedenszentrum und Friedensbündnis aufgegriffen. Die hatten uns gebeten, dass wir den Städteappell der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen unterzeichnen. Viele Städte sind uns da schon etwas voraus gewesen. Es ist uns im Vorfeld gelungen, die Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und BIPs zu bewegen, auf unseren Antrag mit raufzugehen. Und das Ergebnis war somit, dass wir diesen Städteappell mit großer Mehrheit im Rat beschlossen haben. Braunschweig hat sich jetzt in die Reihe der Städte eingereiht, die die Bundesrepublik auffordern, diesen Atomwaffenvertrag der Vereinten Nationen zu unterzeichnen. Das haben schon diverse Länder getan. Die Bundesrepublik bis jetzt noch nicht. Und wir hoffen, dass wir da den Druck mit erhöht haben. Und auf jeden Fall hat die Linke die Friedensbewegung einmal mehr unterstützt und hier ein gutes Ergebnis erzielt. Ein weiteres Thema waren Stromsperren für Haushalte mit kleinen Kindern bzw. kranken Menschen. Das Thema treibt unsere Fraktion schon seit vielen Jahren um. Seit 2013 haben wir verschiedene Initiativen gestartet. Am Ende war aber immer klar, BS Energy sperrt den Strom auch in Haushalten mit kleinen Kindern, die ja nie etwas dafür können, wenn die Eltern die Zahlung nicht leisten können. Und es gibt auch wohl Sperrungen in Haushalten mit schwer kranken Menschen, obwohl das nicht sein sollte. Hier ist es uns im Vorfeld gelungen, die Fraktionen von SPD und Grünen zu überzeugen, dass bei diesem Thema unbedingt was gemacht werden muss. Wir haben also letztendlich einen rot-rot-grünen Antrag gestellt. Wir hatten auch eine Mehrheit im Rat, aber fast alle Fraktionen haben sich dem auch angeschlossen. Wir haben jetzt ein Verfahren angefangen und am Ende muss stehen, dass in diesen Haushalten mit kleinen Kindern und eben schwerkranken Menschen nicht mehr die Energiezufuhr von BS Energy abgestellt wird, allein schon deshalb, weil hier lebensbedrohliche Situationen entstehen können. Mit einer weiteren Initiative konnten wir uns leider nicht durchsetzen. Es geht um die Saisonkräfte. Es ist leider so, dass die Stadt sich hier ähnlich wie Amazon oder ein Spargelbauer verhält. Insgesamt 31 Menschen werden jedes Jahr eingestellt und am Ende der Saison wieder entlassen. Das wollten wir beenden, zum einen, um eine Perspektive für die Menschen und ihre Familien zu ermöglichen, zum anderen aber auch, weil es eine Vielzahl von Aufgaben gibt, die privatisiert sind oder die liegen bleiben, die diese Menschen erfüllen könnten. Die Verwaltung hat uns mitgeteilt, dass das möglich ist. Leider wurde dieser Antrag am Ende von SPD, CDU, AfD und FDP abgelehnt, die damit einmal mehr gezeigt haben, wie unsozial sie gegenüber den eigenen Beschäftigten sind. Und das sollte eigentlich genau anders sein. Ganz anders beim Thema Personal verhielt es sich bei der Vorlage der Dezernatsverteilung. Ursprünglich hatte der Oberbürgermeister mal mitgeteilt, dass es um die Schaffung eines Umweltdezernates ging. Darum ging es dann am Ende aber nicht mehr. Die Vorlage hieß Dezernatsverteilung, Verschiebebahnhof der unterschiedlichen Verwaltungsteile. Und im Kern ging es nur darum, eine weitere Dezernentenstelle zu schaffen. Knapp 120.000 Euro für eine Person. Da war der Rat gerne bereit, dem zuzustimmen. Die Linke war zwar skeptisch, ob wirklich Verwaltungsstrukturen real eine bessere Umweltpolitik nach sich ziehen können. Aber weil Fridays for Future das gefordert hatte, auch andere, haben wir uns auf das Thema eingelassen. Und weil das, was vorgeschlagen war, kein Umweltdezernat mehr war, sondern ein Sammelsurium von teilweise Unsinnigkeiten, haben wir als einzige Fraktion einen Änderungsantrag gestellt. Und zwar wollten wir ein richtiges Umweltdezernat. Dazu gehören natürlich wesentlich die Themen Umwelt, Stadtgrün, aber auch Verkehr, Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft. Das sind die Bereiche, die unbedingt in das Umweltdezernat reingehören. Was wir nicht wollten, war, dass die Hochbauverwaltung, die seit 20 Jahren von einem Gutachten ins andere geschickt wird, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enorm verunsichert sind, wo eine Sonderrechnung gebildet wurde für die Hochbauverwaltung, damit sie privatisierungsreif geschossen wird.
aus dieser Sonderrechnung ist sie immer noch nicht rausgelöst. Das letzte Gutachten ist nicht abgearbeitet. Und jetzt sollte sie schon wieder in eine neue Abteilung verschickt werden. Das wollten wir nicht. Wir haben uns aber leider nicht durchsetzen können. Alle anderen Fraktionen, insbesondere die größeren, haben ja scheinbar seit Monaten vorher mit dem Oberbürgermeister gekungelt, haben die Verwaltungsvorlage beschlossen. Jetzt haben wir eine Bauverwaltung ohne Bau. Wir haben einen Umweltbereich, der ganz marginal ist in dieser neuen Abteilung. Und wir haben ganz schwierige Strukturen. Damit waren fast alle anderen einverstanden, wir nicht. Und insofern keine gute Entwicklung, die wir hier genommen haben. Keine gute Entwicklung auch beim Thema Ehrenbürgerschaft. Hier hat der Rat ja am Ende entschieden, dass Richard Borek die Ehrenbürgerwürde verliehen bekommen soll. Wir waren von Anfang an strikt dagegen. Richard Borek hat sein ererbtes Vermögen immer dazu eingesetzt, Einfluss auf öffentliche Entscheidungen zu nehmen. Öffentlicher Raum wurde privatisiert im Sinne von Glorifizierung von Feudalstrukturen, Historismus, wurde die Stadt zum Teil umgestaltet. Das ist nichts, was uns gut gefallen hat. Und auch beim Thema Umgang mit der Nazi-Vergangenheit gibt es da schon so einiges zu sagen. Also es kann jemand auch Nazi-Briefmarken verkaufen, sicherlich, das gehört dann zum Geschäft dazu, obwohl man auch sagen muss, früher gab es den Spruch, der Flohmarkthändler, der Nazi-Krempel verscheuert, da geht man nicht hin. Wer Nazi-Krempel im großen Stil verhökert, der wird Ehrenbürger, okay. Davon mal abgesehen, darf man auch nicht vergessen, dass Richard Borek als herausgehobener Werbepartner der nationalistischen Zeitung Junge Freiheit dargestellt wird. Alles nichts, was besonders schön ist. Und insofern hat die Linke klar abgelehnt. Eine Mehrheit des Rates war dafür. Auch die SPD hat zugestimmt. Und der Vorschlag kam ja vom Oberbürgermeister, der einmal mehr deutlich gemacht hat, dass er auch für konservative und für rechte Kreise in der Stadt eine wählbare Alternative ist. Ob die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten das alle so gut finden, das müssen sie sich schon selber fragen. Auch ein weiteres nicht so gutes Thema gab es, Partnerschaften Deutschland, der öffentliche Privatisierungslobbyist, der die Städte in Privatisierung drängt, macht ja die Sanierung der Stadthalle, auch als PPP-Vorhaben. Und während früher unter Hoffmann auch noch andere Fraktionen, Grüne, BIPs, gegen PPP-Vorhaben sind, betreiben sie das jetzt selber. Jetzt wurde die ganze Geschichte teurer, wie zu erwarten war. 500.000 nochmal obendrauf. Fast alle Fraktionen waren dafür, die Linke nicht. Wir bleiben dabei, wir sind gegen Privatisierung hoheitlicher Aufgaben, kein Geld für PD und insofern haben wir diese Erhöhung auch abgelehnt. Was am Ende eine erfreuliche Entwicklung war, das war die Übergangslösung für das kostengünstige Schülerticket. Am Ende hat ja der Rat mit großer Mehrheit der 15-Euro-Lösung zugestimmt. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle Schülerinnen und Schüler. Ihr habt seit 8 Jahren gut gekämpft, ihr habt gestanden, ihr habt euch eingesetzt, dass zukünftige Generationen von Schülerinnen und Schülern jetzt in den Genuss kommen eines anständigen ÖPNP. Und wer auch den ÖPNV in der Jugend nutzt, der nutzt das vielleicht auch später. Also insofern eine sehr gute Entwicklung. Was nicht so gut war, war die Darstellung der SPD auch wieder an dieser Stelle. Sie ist im Lauf des Verfahrens mehrfach umgefallen. Am Ende ist sie dann aber in die richtige Richtung umgefallen, nämlich in unsere, und hat dazu beigetragen, dass wir für diese gute Lösung eine Mehrheit hatten. Also am Ende alles gut für die Schülerinnen und Schüler, ein guter Tag, aber für die Demokratie und insbesondere für die Glaubwürdigkeit für Politik war es dank der SPD kein besonders guter Tag. Und dann hatte unsere Fraktion auch noch 2 Anfragen eingebracht. Zum einen haben wir das Thema Bewegungsförderung für Kinder thematisiert. Wir hatten eine Sportentwicklungsplanung seit 2012. Das mündete 2016 einen umfangreichen Beschluss, Masterplan Sport 2030, Maßnahmeziel Nummer 1, Bewegungsförderung für Kinder ausbauen. Für uns auch das wichtigste Ziel. Dazu gab es ein Arbeitsprogramm der Verwaltung, wo das auch drin stand. Wir wollten wissen, was tatsächlich gemacht wurde. Die Antwort ist niederschmetternd, nichts wurde gemacht, überhaupt nichts.
Es wurde nichts umgesetzt. Für uns ist die Antwort jetzt ganz klar, dass wir viel stärker aufpassen müssen, dass im neuen Arbeitsprogramm das nicht nur drin ist in der Verwaltung, sondern dass wir viel stärker nachfragen müssen, dass wenigstens bis 2021 für dieses wichtigste Ziel im Sport auch real Bewegung eintritt. Und wir hatten als zweite Anfrage eine Initiative der Seebrücke aufgegriffen. Die haben ganz zu Recht gefragt, wo Braunschweig beim Kongress der sicheren Häfen war. Wir haben im letzten Jahr beschlossen, wir wollen so ein sicherer Hafen sein, wie mittlerweile 60 Städte in der Bundesrepublik. Zur Vernetzung gab es einen Kongress im Juni in Berlin von verschiedenen Städten der sicheren Häfen. Wir wollten wissen, wo war Braunschweig, was für Initiativen gibt es. Auch hier die Antwort, nicht besonders erfreulich. Braunschweig hat nicht teilgenommen, weil niemand in der Verwaltung Zeit hatte, zu diesem wichtigen Vernetzungskongress der Städte zu fahren. Und außer einem Brief an den Innenminister gab es auch keinerlei Initiativen, sonstige der Verwaltung. Niederschmetternde, aber immerhin jetzt klarstellende Antwort der Verwaltung. Auch hier wird es wahrscheinlich am Ende am Rat hängen, nach der Sommerpause, dass wir mit konkreten Initiativen tätig werden, damit der Rat der Stadt Braunschweig nicht tatenlos zusieht, wie jedes Jahr Menschen im Mittelmeer ertrinken. So, das war es dann im Grunde genommen von unserer Seite und zur letzten Ratssitzung. Ich wünsche an diesen Stellen Ihnen allen eine schöne Sommerzeit, dass Sie sich die so verleben können, wie Sie sich das wünschen, dass das Wetter vielleicht auch nicht ganz so heiß wird. Und dann sehen wir uns an dieser Stelle nach der Sommerpause alle hoffentlich gut entspannt wieder. Machen Sie es gut.